Katharina Jakob ist Schauspielerin und wir kennen sie natürlich alle aus dem Bullen von Tölz, aber sie schreibt auch Bücher, sehr erfolgreich. Das Buch O Kanada, und zwar O Weia Kanada, schaffte es in die Spiegel-Bestsellerliste. Und jetzt hat sie wieder zugeschlagen mit einem Buch, das viel mit ihrem Leben zu tun hat, nämlich mit dem Theater. Sie sagt, Theater ist für sie ein Leben zwischen Kunst, Pannen und Skandalen. Angedüst kommt Katharina Jakob gerade aus Kanada, ihrer neuen Heimat. Im Haus ihrer Mutter, keiner geringeren als Ellen Schwiers, der Theater- und Filmlegende, treffen sie sich. Mit ihr will Jakob über ihr neues Buch quatschen. Doch Mami hat das Buch schon nachts halb gelesen, ist hellauf begeistert. Ja, aber ich habe sehr gelacht. Also ich habe das ja gestern Nacht gelesen, bis dahin. Immerhin, guck mal, wie weit ich gekommen bin. Ja, irgendwann müsste ich ja auch mal schlafen. Wir waren auf der Bühne, waren wir Kollegen. Das muss man eindeutig so sehen, nicht Mutter und Tochter. Siehst du das anders? Sie macht nämlich eins, während man auf der Bühne mit ihr spielt, gibt sie einem unter Zischlauten Regieanweisungen, was leicht irritierend ist. Nur leicht. Mit ihrer Mutter trat sie oft gemeinsam auf. Über ihr abgefahrenes Leben auf Tournee, sagt Katharina Jakob, heute ist suffisant, alles nur Theater. Also wir hatten keinen Vorhang. Also in der Pause ging das Licht einfach aus. Es war eine dreieckige Bühne. Das muss man dazu sagen. Dreieckige Bühnen, wer das erfunden hat, gehört erschossen. Heute lachen sie sich oft kaputt, wenn sie an all die turbulenten Zeiten auf der Bühne denken. Intimer Blick hinter den Vorhang, der manchmal nicht aufgehen wollte. Oder plötzlich beide im Stockdunkeln standen. Meine liebe Tochter sagt im Stockfinsteren, Mam, ich sehe überhaupt nichts, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Also ich nahm sie bei der Hand. Nun hatten wir aber Kostüme an, bis an die Erde. Mit Schleppe. Sie trat mir prompt auf diese Schleppe im Finstern. Es machte krrrk, und ich wusste, ich stehe hinten irgendwie im Freien. Das Publikum entsetzte sie einmal total. Das Publikum war wirklich schlimm damals. Die haben uns mit Kino verwechselt, das war's. Die legten die Füße auf die Bühne. Sie haben Chips gefressen. Ja, Kartoffelchips, die noch gerochen haben. Ja, die haben gestunken und dann immer... Das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Da weiß ich noch, wie du gesagt hast, Gas. Ich glaube, das war die schnellste Balkonszene, die ich je gespielt habe. Liebesszene. Balkonszene ist was anderes, aber die Liebesszene. Es war die Nachtigall und nicht die Leiche, die eben jetzt durch Drang der Magnus Ohr. Glaub lieber mir, es war die Nachtigall. Rums, das ging wie ein Staccato. Dong, 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 dong. Also wir haben ja schon viele Stücke geprobt. Denn es gibt auch eine Probebühne im Haus von Ellen Schwiers. Hier bereitet sich jetzt Katharina Jakob auf ihre Lesereise vor. Denn auf ihre witzig, spritzigen, suffisanten 34 Theatergeschichten warten schon ihre Fans. Zu wünschen ist ihr, dass ihr ungewöhnliches, rasantes Leben irgendwann verfilmt wird. Aber wenn's das Leben verfilmen willst, dann musst du Zeit nehmen und auch einiges an Geld in die Hand nehmen, denn wir wissen, Katharina Jakob lebt ja schließlich in Kanada und kommt immer wieder nur zu Besuch nach Bayern an den Starnberger See. Also da muss dann das Kamerateam auch nach Kanada und wieder hin und wieder her und wieder zurück. Also das dauert dann seine Zeit. Wir werden sehen, ob es klappt.